Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir gemeinsam Sachaufgaben zum Thema Durchschnitts- und Momentangeschwindigkeit lösen. Dazu wiederholen wir erst ein paar Grundlagen zu diesem Thema. Danach werden wir gemeinsam eine erste Aufgabe rechnen. Sie ist noch recht einfach. Es geht darum, die Definitionen wiederzugeben, die in der Wiederholung vorkommen. Die zweite Aufgabe ist schon etwas schwerer. Bei ihr geht es darum, aus einem gegebenen TS-Diagramm die Durchschnittsgeschwindigkeit zu berechnen. Dafür werde ich dir zwei unterschiedliche Lösungswege zeigen. Und in der dritten und letzten Aufgabe werden wir dann Momentangeschwindigkeiten zu unterschiedlichen Zeitpunkten berechnen. Nachdem du jetzt weißt, worum es sich in diesem Video dreht, kann es auch schon losgehen. Zu Anfang bekommst du einen kurzen Überblick über das Thema Berechnung von Durchschnitts- und Momentangeschwindigkeiten. Dazu gehören die Definitionen von Durchschnitts- und Momentangeschwindigkeit. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist gleich die gesamte zurückgelegte Strecke geteilt durch die dafür benötigte Gesamtzeit. Sie gibt die theoretische Geschwindigkeit an, die ein Objekt, zum Beispiel ein Bus, hätte, wenn es sich die ganze Zeit gleichförmig mit konstanter Geschwindigkeit bewegen würde. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist immer konstant. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.